Vielen Dank, Freunde. Das war herrlich. Dann können wir doch gleich nochmal drauf zurückkommen. Nicht gleich, vielleicht später. Wir wollen ja die Konditionen auch nicht überbelasten, denn es geht heute noch eine Weile. Wer von euch ist eigentlich direkt aus Berlin? Direkt aus Berlin, es kommen immer wieder Leute dazu. Wer ist heute mehr als 50 Kilometer gefahren? Oder sag mal, wer ist mehr als 2 Stunden gefahren? Was in Berlin auch keine Kunst ist, wenn du 3 Straßen weiter wohnst. Also haben wir jetzt gemerkt. Also wir fahren immer ewig in Berlin. Wer ist so richtig weit? Kommt jemand auch aus unserer Heimat? Wir kommen aus L.A., aus Leipzig. Auch, ihr zwei. Seid ihr heute gekommen oder seid ihr heute erst hergekommen? Was morgen? Was? Ja. 100 Tage. Genau. 10 Jahre schon. Ihr wohnt schon 10 Jahre in Berlin. Weil ihr das Herz in Berlin verloren habt. Wegen der Liebe nach Berlin gekommen. Ich versuche das, es ist schwierig. Also ich sage, ja, aber es ist die Zeichensprache einer Frau. Das ist ganz schwierig zu deuten. Ja, das muss es aber, das ist ja kein Geheimnis. Es ist ja nicht schlimm. Ich meine, Frauen verstehen sich untereinander. Die Sprache stimmt schon. Bloß das andere Geschlecht hat mit der Interpretation ein bisschen. Aber ist ja egal. Wir wollen das nicht ausdehnen. Freunde, jetzt haben wir noch einen schönen Song für euch mitgebracht. Das ist ein Klassiker. Denn wir haben auch einen Bildungsauftrag. Wenn wir auf der Bühne stehen, wir sind die Firebirds, diejenigen, die noch dazugekommen sind, geht es um Rock'n'Roll. Wir haben einen schönen Klassiker und da brauchen wir von euch ein ganz typisches Rock'n'Roll-Geräusch. Wir brauchen von euch ein Huu, ja, und zwar auf unser Zeichen und Berlin. War ein Verrecker, machen nicht alle mit. Hör ich sofort. Also einige nicken, aber ihr müsst mitmachen. Es muss richtig knallen. Also auf unser Zeichen und so muss es kommen. Das brauchen wir ungefähr 36 Mal. Eddie Cochran, come on everybody!